So, da sind wir wieder. Happy Tau, Psychopater und der Desaster sind wieder auf dem Wasser unterwegs. Mal gucken, was ich diesmal nehme. Ich glaube, die Miyogi, weil ich versuche hier noch den Flugzeugträger freizuschalten. Mal kurz gucken. Miyogi. So, geht weiter, Jungs. Hosho. Da, den hätte ich gern. Momento. Ja, sofort. Ich nehme jetzt mal die Miyogi und flack die mit meinen letzten Flaggen auf, die ich hier habe. Obwohl, ein paar habe ich noch. So, Miyogi ist geflaggt. Camouflage brauche ich jetzt nicht. Module sind verbraucht. War ich gerade in der Murmansk unterwegs? Ja. Dann habe ich so gut gekämpft. Wahnsinn. Ja, du hast lange überlebt. Unfälle passieren auch dir. Ja, ab und zu mal. So, dann starte ich mal das Gefecht. Macht es. So, ich sehe auch gerade, mein Captain hat schon retrained. Das heißt, die ganzen freigeschalteten Skills sind jetzt wieder vollwertig verfügbar. Ja, das hat ja heute richtig lange gedauert. 18 Sekunden. Ich hatte gerade gelobt, dass das so schnell ging. So nicht, mein Lieber, so nicht. Von A nach B? Ja, mach das. Ich werde mich so ein bisschen auf C3 versuchen aufzuhalten. Und dann kannst du schön flacken, ne? Ja. So. General Quarters. Autopilot Mode enabled. So. Reichweite hat der Pott ja genug. Treffen tue ich noch nie. Sollte es vielleicht auch ab und zu mal aus der Zielfernrohransicht mal schießen. Du bist ein Sabbelhansel. Ich weiß. Versucht er ja schon die ganze Zeit. Das kriegt er ja nicht hin. Das Ding ist ja, ihr habt ja vorhin mit dem Mausrad, letztes Mal mit dem Mausrad gesprochen. Du kannst auch einfach die linke Shift-Taste drücken und bist im maximalen Zoom drin. Allerdings, wenn du, ich habe da irgendwann mal gehört, wenn du so ungefähr auf die Wasserfläche zum Bug zielst, auf das Gegnerschiff, und der horizontal zu dir fährt, triffst du eigentlich. Aber die haben halt echt so eine Streuung, das ist nicht mehr feierlich. Also ich bin immer so Mittelschiff. Es kommt immer ganz drauf an, wo sie oder wie schnell sie sind. Alter, bist du doof? Hier kommt eine Kuma auf Kuschelkurs. Ja, die Miyogi so lieb. Ja, die ist ja bald kleiner als meine Schiffsschrauben, die soll mal weggehen hier. Das war das Schiff. Jo, da sind Berge im Weg. Ich hab gerade eine ISO, die vordrängeln will. Lass sie doch. Lass doch die Katze vordrängeln. Ja, die will sie A einnehmen. Alleine. Nee. Das kann ich nicht dulden. Ja, A kann ich schwer einsehen, da sind zu viele Berge im Weg. Sei vorsichtig. Oh, ich hab da eine Mini-Katze kommt. Ich hab eine Mine und eine Phoenix. Yep. Ich habe der Phoenix mal einen Gruß geschickt. Mal gucken, ob der ankommt. Ja, haha, Treffer. Oh, Wyoming. Dann alles nehmen, ne? Ach, shit. Warum drehten die jetzt ein, wo ich abgefeuert habe? Können sie ganz gut.
Wyoming hat aber trotzdem Treffer kassiert. Zwar nicht von mir, aber. Doch, von mir! Und ich habe den das Flugzeug-Dings kaputt gemacht. So, was haben wir da? Phoenix. Viele, viele Torpedos. In die Phoenix und die Wyoming. Sieht sehr gut aus. Oh, ich habe echt im Kreis um die Wyoming reingeschossen. Wenn du hier auf über 20 Kilometer schießt, hat das Ding so eine Streuwinkel, das geht gar nicht. Also ich mach mal den Fischen nach. Warum? Ja, der Dekotorps reingezogen eben, ne? Yep. Ich brauch doch hier jemanden, der mich nachher noch schützt. Okay, die gehen hinter die Wyoming. Wyoming verlässt meinen Zielbereich. Und kommt in meinen. So, ich komme dann mal durch die Inseln über Arm mit. Haben wir A jetzt mittlerweile mal eingenommen? Geht doch. Jetzt. Our team has taken the lead. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte noch einen Torptreffer gehabt, also. Jep, ich bin stolz auf dich. Ja, darf man auch mal sagen. Ja, passiert selten genug, ne? Genau deswegen. So, mal gucken. Bin mit der Kanone eigentlich gar nicht mal so schlecht. Tatsächlich zu weit vorgehalten. Verdammt. Tut, tut. Alter. Bist du weg? Ja. Warum seid ihr weg? Weil wir dir gerne zugucken möchten, wie du uns jetzt den Arsch hier rettest. Ihr habt einen Arsch auf dem Meer. Kommen meine Tops wenigstens an? Nein. Ich meine, ich fahre jetzt mal Ufta hinterher und der hat eine Kongo. Da kannst du ja gar nicht mithalten. Ich versteck mich einfach dahinter. Ich versuch das. Vor allem, bis ich da bin, ist mein Aufklärer wieder unter fertig wahrscheinlich. Ja, mich haben sie gerade irgendwie doch blöd getroffen. Aber 6 kritische, 55 Ziel, 7 Brand, 2 versenkt, eine Basis aber Eroberung und ein. Bla 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 bla. Ich habe ganze 2 Treffer bisher. 2 Treffer, ein Torp und ein Wasser. Und ich habe erstes Blut. Du bist das erste Blut. Das ist gut, dass du es sagst. So, warum verstecken die sich denn dahinter alle unter die Berge? Ich bin voll gemobbt. Ach. Nein, wir mobben nicht. Wir terrorisieren mittlerweile. Wir terrorisieren? Oha. Wieso? Mobbing ist nur noch für Anfänger. So, kommt die Kongo da jetzt mal vor? Ja, nee, das ist die Southie. Oh, er hat mal geschossen. Warum trifft er noch was? Hey, ich habe schon 2 Treffer gelandet. Versuch du mal auf fast 20 Kilometer was zu treffen. Yep, Treffer. Aber nicht wirklich viel. Immer diese Mecker-Hansels. Du Gegner, kennst uns. Du die kennst Gegner uns. Kennen das doch auch. Mach doch mal einen One-Hit. Ich bin kein One-Hit-Wunder. Nicht? Gegner kriegen das aber auch hin. Puh. Land dahinter. Hast du das gesehen? Der eine ist fast rechts dran vorbeigeflogen und der andere ist davor noch ins Wasser geplumpst. Also siehst du, er schießt auf die Sausi und die Lebensenergie steigt.
Irgendwas macht er falsch. Ach scheiße, ja, du weißt doch, mein Sunny-Syndrom. Hi steht für dich bei dir nicht für Heavy, ne, sondern für First Aid, ne? Ja. Schieß mit FE. Treffer. Na, wenn das mal kein Treffer war. Boom, versenkt, Bitches. Oh. Hast du damit in sich geholt? Ja. Nicht schlecht. Nice. Hit the Thitterl. Ja, cool. Nice. So, zweite Runde. Myogi. Mal kurz gucken. Module, wie viele... Ich versuche nochmal die ISO-Katze. So, ich brauche dann nur noch 33.000 für die Aoba. Oh, ich bin fast pleite. Okay, ich bin dann fertig, glaube ich. Ich muss noch aufflacken. Ja, ich habe da noch ein paar Flaggen. Ja, ich brauche nur noch für meine Cleveland 31.566. Ich war gerade noch nicht mal in der Lage, mir ein, wer ist das hier, ein Upgrade-Modul zu kaufen. Ich sag mal so, für meine Omaha brauche ich nur noch 2.400. Naja, gut. Du spielst ja auch nur die Cruiser, ne? Ich will ja eigentlich auch nochmal gucken... Momentan spiele ich nur die Cruiser, genau. Ich will ja nochmal gucken, dass ich mit der Myogi halt den Flugzeugträger freischalte. Einfach, um mal zu gucken, ob das Spaß bringt. Ja, also das ist ja... Ich kenne das ja von World of Tanks mit den Artillerieschützen, die sind ja ähnlich gewesen. Also die ersten waren ja für den Arsch, da musstest du ja mal voll an die Front ran, aber nachher konntest du dich ja irgendwo in die Ecke schießen und auf die ganze Karte ballern. Das war schon ganz interessant, auch gerade weil der so irre lange Flugwege hattest, dass du dann so vorhältst und versuchst dann so zu überlegen, wo können wir. Mal ganz spontan mal nebenbei was gesagt. Wollen wir C machen? Nee. Warum nicht? Dass das kleine Dreieck mal zu uns kommt? Ja, ja, also ich komme auf jeden Fall zu euch. Bum, bum. Ich wollte eigentlich länger als 2 Sekunden überleben. Du musst da noch nicht reinfahren. Wollte ich gerade sagen. Du kannst auch davor stehen bleiben. Lass mich drüben auf die andere Seite. Auf welche Seite? Weißt du wo? Mich bei G10 hin. Was? G10? Ach so, er will sich da in die Ecke reinsetzen. Komm, gib Gas mit deiner Clemson. Große Schiffe haben Vorfahrt, sonst bist du platt. Den Lackschaden zahle ich gerne. Geht doch. Du verwechselst da, glaube ich, irgendwas. Ich mach Dampf. Ja, aber du verwechselst da was. Ich mache jetzt sogar noch mehr Dampf, indem ich auf Full gehe. Und ich habe eine Rauchmaschine. Eine Nebelwand. Dings. Ja, letztes Mal bin ich auch bei C reingefahren in die Bucht und da war dann eine, ich glaube eine ISO-Katze oder sowas, die dann von B aus da durch diesen Spalt gefahren ist. Dann wollte ich die mir holen, aber die war nur zum Scouten da und plötzlich kamen dann oben rein 2 Cruiser und haben mich voll aufs Korn genommen. Die haben nur darauf gewartet, dass die ISO-Katze da aufdeckt. Das war gemein. Das fand ich voll nicht nett. Och. Ja, man. Muss nicht weinen deswegen. Meine ganzen japanischen Kamikaze-Besatzungsmitglieder. Blut. Oh, oh. Was
habt ihr da? Ein Destroyer? Autopilot Mode disabled. Passt auf, dass ihr euch da keine Torpedos fangt. Schön Ruderanlage zerschossen. Von ihm? Ja. Sehr gut. Hat aber gleich repariert. Ja, beim ersten Mal geht das ja noch. Ah, das ist auch noch eine ISO, eine zweite ISO. Na klar. Obwohl im Norden kommen jetzt gerade zwei Cruiser rein. Und die Clemson hat gerade einen auf den Sack gekriegt. Das sieht gleich ein Torp. Nein, ich sehe da schon. Solange es nur einer ist. Wollte ich gerade sagen. So, von Osten kommen noch eine Wyoming und eine Kuma. Der Vorteil ist, die Sandy, die da vorne rumläuft, die hat keine Fische. Das töten welche. Smoke generator started. Der hatte, glaube ich, hat gerade überhaupt gar nicht versucht auszuweichen. Ne, glaube ich auch. Er hat so viele Fische gesehen. Smoke screen set. So, die Kuma will mich hier kriegen. Hahaha. Autsch. Aber der Kuma habe ich das Ruder zerstört. Sehr schön. Wäre nett, wenn du herkommst. Bin schon auf dem Weg, bin schon auf dem Weg. Immer noch außer Reichweite für Geschütze. Die Wyoming macht aber auch nichts. Die fährt sogar rückwärts. Gehst du zu den Fischen? Du gehst zu den Fischen? Machst du denn sowas? Ja, zwei Vios, das war hat nicht gereicht. War too much. So, ich drehe aber hier wieder raus. Meine Fische sind im Wasser. Kuma ist gut. Die schießt ja schon auf die Löcher, wo ich gerade versuche durchzukriechen. Schön getroffen. Echt? Nee, ich nicht. Doch, du musst getroffen haben. Das waren doch alles deine Fische. Da waren einige, aber ich habe keine Anzeige, dass ich getroffen hätte. Da ist ordentlich was runtergegangen. Das kann nicht von den Treffern gewesen sein, die dieser Alter getroffen hat. Okay. Na, ich drehe jetzt noch mal eine Runde. Ist, kriegst du die Kuma nicht auf dem Schirm? Die ist hinter dem Felsen. So. Torpedo, forward!
Ja, ich mach's den Fischen gleich. Warum? Weil sie mich zerstört haben. Weil wir es können. Das geht doch nicht. Ihr könnt doch nicht hier so früh schon abhauen. Ich habe 23 Treffer, ein Kritisch und 3 im Brand. 46, 6 kritisch, 2 zerstört, 7 Brand. Ein Wasser, ein Torpedo, eine Basis. Und erstes Blut. Ja. Das heißt ja nicht, dass ich als erstes verreckt bin. Das geht ja darum, dass ich den ersten zerstört habe. Ja, klar. Aber schon wieder, da hast du recht. Wie oft hatte ich das jetzt in der letzten Zeit? Gar nicht. Meistens war ich das erste Blut. Dafür kann ich nichts. Ja, aber die haben uns eh schon total ausgedünnt, die Vollpfosten. Ja, die sind schlecht. Vor allem jetzt geht der eine, die Clemson mit seinen 12 Torpedos, geht jetzt auf die Langley los. Die wird also auch nicht mehr lange überleben. Na, ich habe mir mal so ein bisschen hier an die Kawachis. Die haben ja noch gar keinen Schaden genommen, die feigen Hunde. Man versteckt sich ganz gut. Langley brennt. Christ. Ein. Die Wyoming kommt da hervor. Jetzt frisst sie aber 2 Stück Minimum. Smoke generator started. Kannst du keine Torps setzen? Der Air Carrier macht auch den sinkenden Schwan. Das war jetzt nicht so effektiv, weil mein Torpedo ist alle daneben gegangen. Alter. Okay, und ja, weg. Ja. Oh Mann. Naja, naja, naja. Und die knutschen sich. Ja, die hätten sich gegen uns mal versenken können. Aber mit den Torpedos muss ich echt mal arg üben. Na gut, das war's an der Stelle. Vorhalten, halten. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, World of Warships und wir schauen uns die Fische von unten an. Ja. Gott, bin ich motiviert gerade. Nein, es macht echt total Spaß, aber heute läuft's einfach nicht. Ich sag bis dann. Ciao, ciao, euer Happy Tau.